Das Dezember-Gewinnspiel ist am Start und ich verlose eine PS5. Das Gewinnspiel findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. In jedem Video ist ein Code versteckt, der dir noch einmal 10 extra Teilnahmen ermöglicht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen uns wieder eine Runde. Assassin's Creed Valhalla natürlich. Und wir sind hier auf dem Weg zu einer Quest. Wir treffen uns nämlich mit Stove auf dem Westmarkt. Und sind hier in London unterwegs. London, das heutige London. Warum ist alles Sperrgebiet immer? Ich gehe wieder raus. Wollte da gar nicht reinlaufen. Nehmen wir kurz das. Ich würde auch normalen Weg laufen, also so eine Hauptstraße oder so. Wüsste ich, wo einer ist. Außer dieser eklige Pissfluss hier, wo Leute scheinbar reingeschiffert haben. So. Eivor, willkommen auf dem Westmarkt. An einem Platz wie diesem könnte ein Mann des Gesetzes die Leute nervös machen. Warum tarnst du dich nicht? Mein Gesicht verstecken? Niemals. Es ist gut, wenn die Menschen einen Mann des Gesetzes auf der Jagd sehen. Und sobald wir den Fall gefunden haben, muss dieser Orden wissen, dass wir auch hinter dem Blutegel und dem Kompass her sind. Gibt's etwas Neues über den Pfeil und seine Rekruten? Gerüchte. Ein Mann gibt den Leuten hier irgendwo eine Münze. Und diese Münze gewährt Zutritt zu einem Wettstreit der Männer des Pfeils. Welcher Mann? Hier sind zu viele. Er bewegt sich unauffällig. Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Ich sehe mich um. Bleib du hier. Eivor, welchen Eindruck hattest du von Erke? Du kennst ihn besser als ich. Wenn du ihn verdächtigst, gib mir nur ein Zeichen. Nein. Nein, ich vertraue Erke. Ich traue mir selbst nicht. Manchmal fühle ich mich meinem Amt nicht gewachsen. Ach, vergib mir. Meine Gedanken kommen nicht mehr zur Ruhe. Ich bin schon so lange Gräfe und kämpfe für Gottes Gerechtigkeit. Dafür habe ich mich aller weltlichen Belange entledigt, aber... Aber nicht Erke und seiner Freundschaft. Nein. Nein, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich sollte bald eine dieser Münzen haben. Bist du dann in der Nähe? Ich gehe die Straße runter zur Paulskirche. Viel Erfolg, Eivor. Okay. Wir haben gerade über eine Münze geredet. Die Herausforderung des Fights. Wer schießt denn hier noch auf mich? Das ist ja komplett frech hier. So. Na bitte. Auf dieser Münze ist ein Bild vom Amphitheater in London. Gehen wir mal hin. Wo auch immer das schon wieder ist. Hier ist die Paulskirche.
Hier ist das Amphitheater. Was ist dein Begehr? Schießen oder zusehen? Schießen. Ihr sucht nach guten Schützen. Jetzt habt ihr einen gefunden. Der Wettstreit ist privat. Nur mit Einladung. Eure Männer verteilen diese Münzen, als würden sie brennen. Ist das genug? Genug, um mit dir zu reden. Doch ich will sehen, wie gut du mit diesem Bogen umgehen kannst, bevor ich dich durchlasse. Willst du deine Treffsicherheit auf die Probe stellen? Oh ja. Ich habe genug geprobt. Fangen wir an. Was für Proben, Freunde. Eine wahre Fanatikerin. Mach dich bereit. Das ist ein einfacher Wettstreit. Trefft alle Ziele, bevor der Sand verronnen ist. Eine neue Herausforderin. Ein Nordlicht aus der Wildnis von Mercia. Und ein tüchtiger Einheimischer namens Ser. Nun gut, in Position. Haken bereit. Entspannen. Feuer. Der Sand ist halb verronnen. Der muss irgendwie pfuschen. Evo ist auf der Siegerstraße. Easy. Gar kein Problem. Genauigkeit. Sowas habe ich lange nicht gesehen. Gut gezielt. Du hast dir einen Platz an der Seite des Pfeils verdient. Er wird sich freuen, dich kennenzulernen. Begib dich zum Kaiserbogen und sprich mit unserem Mann, Hussa. Sage zu ihm, möge der Vater des Verstehens uns leiten. Und er weiß, dass du es bist. Okay, okay. Das habe ich gar nicht gesehen, das Teil. Bist du Hussa? Ja, wer will das wissen? Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Und möge die Mutter der Weisheit uns Kraft geben. Du sollst Let's genau go. Dastehen. Versuch gut auszusehen, wenn der Pfeil kommt. Und steh still. Das war gar nicht der Pfeil, okay. Freunde, Brüder, gutes Volk von Lunden. Wir gehen durch wahrlich schwere Zeiten. Feige Mörder haben sich in das Heim des Statthalters geschlichen und ihn seines Lebens beraubt. Okay. Zurück, mein Freund, mein Anführer, abgeschlachtet wie ein Hund. Von Der rennt weg! Geht da nicht so rum, ihr Teufel! Tötet diese Hündin! Du mieser Troll! Greif von den Seiten an! Tod bestätigen. Easy going. Gar kein Problem. Pfeile einlegen! Es ist wahrlich nicht leicht, die Ratten einer Stadt zu Kriegern zu erziehen. Ziehen! Du hast niemanden erzogen. Du hast sie in ihrer Furcht gefangen gehalten. Spannen! Erste Welle, Feuer! Nein, ich gab diesen Männern Ordnung. Ich gab ihnen Ziele. Ich zeigte ihnen ihren gemeinsamen Feind. Ausrichten!
Zweite Welle, Feuer! Ich war der Pfeil für ihren Zorn. Wenn wir keinen Feind verschlingen können, fressen wir uns selbst. Er sagt die Wahrheit. Ein Mann ohne einen Feind bekämpft nur sich selbst. Rechtfertige dich ruhig, aber du bist nur ein Königsmörder und ein Feigling. Ein mächtig hohes Ross. Du hättest doch dasselbe getan. Und Feuer! Tada! Der ist tot. Oh. Muss ich mich jetzt hier durch die komplette Lande prügeln, oder was? Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Noch irgendwie ein paar Probleme hier? Oder war es das? Dankeschön. Ein geheimnisvoller Schlüssel. Was werde ich? Ich kann dich nicht hören, du bist tot. So, den noch looten. Hier ist auch noch Loot. Nein!
Warum kommen immer neue? So, jetzt lass mich doch einfach in Ruhe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich gehe jetzt einfach zurück zu Stove. Der neue König wird. Oder neuer Statthalter, wie auch immer. Du bist unverletzt. Gott sei Dank. Easy peasy. Da bedarf es schon mehr als nur ein paar Knaben mit frisch polierten Bögen. Der Pfeil war ein Knabe? Ein Mann mit dem Verstand eines Knaben. Avgos. Avgos? Das kann nicht sein. Ich könnte dir noch seinen Kopf auf einem Speer holen, wenn du ihn sehen möchtest. Nein. Warum solltest du lügen? Aber Avgos, mein alter Freund, hatte keinen Grund zu töten. Lunden war für ihn ein Tiegel des Zorns. Seine verweichlichten jungen Männer abzuhärten. Vielleicht habe ich die Seite von ihm ignoriert, die ich nicht sehen wollte. Ehrgeiz, Gier und Wut. Vielleicht. Dieser Hass ist bei einem Mann leicht zu erkennen. Doch der von vielen ist Dunst, der den Raum erfüllt. Macht. Menschen streben danach und krallen sich daran fest, koste es, was es wolle. Wohl wahr. Der kalte Trost, wenn der Ruhm nach dem Blut der eigenen Familie schmeckt. Nach Avgos kann ich mich nun dem Blutegel zuwenden. Erke müsste unten am Kai sein. Er erwartet dich dort. Wenn der Kompass auftaucht, geben wir Bescheid. Dann warte ich an der Paulskirche auf ein Zeichen von euch. Pass auf dich auf. Okay, Freunde. Die Quest wäre dann auch abgeschlossen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.